Kraftstoffreserve. Was für Kraftstoffreserve? Was wollte ich denn nochmal sagen? Ach, jetzt weiß ich es wieder. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Genau, ich mache immer noch Fahrstunden mit Tyler. In dieser Fahrstunde, wir sind jetzt schon vierte und fünfte Fahrstunde ist das heute. Ja, 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 genau. Ja, in dieser Folge passiert uns sowas hier zum Beispiel. Lass mal die Füße kurz los. Ich zeig dir jetzt, wie die losfahren. Die geben einfach Gas und nehmen den zweiten Gang und fahren direkt hinterher. Das war's. So, und jetzt kannst du schon Druck machen. Ich war fast zu Hause hinter mir so, der Fahrer mit dem Kennzeichen, Lünen, bla bla bla, bitte bleiben Sie stehen. Spiegel nochmal checken und dann links rüber. Ja, siehst du, der hat schon Schiss gekriegt. Städte, da ist das manchmal zwischendurch an einigen Kreuzungen anders. Hey Toni, wie geht's? Du Granate! Haut auf den Like-Button! Ja, und ich freue mich auf euch. Viel Spaß mit der Folge. Ach so, Intro. Puh. Jetzt geht's los. So. Oder ich habe eine neue Speicherkarte gekauft. Ich kann jetzt hier 5 Stunden filmen. Wahrscheinlich kackt der Akku irgendwann ab, aber. So. Jetzt mit die Auto schmeißt einfach hier rein. Das ist ja so Kiebes hier. Wurde es mit Jack gefahren oder ohne? Ich fliege, glaube ich, auch. Ja, ne? So. Ich bin hier mega vorbereitet. Ich habe noch einen zweiten Akku dabei. Ich habe hier alles am Start. Karte formatieren, volles Rohr formatieren. Hast du dir die Videos eigentlich mal angeguckt? Ja, das ist von gestern. Ja? Ja. Ach ja, genau, es war ja erst gestern eins. Ja. Und, wie fandest du es? So, sah komisch aus, dich selbst zu sehen. So. Ja? Mhm. Und wie ist das, so seine Stimme zu hören? Nervig. Also seine eigene Stimme zu hören ist immer so nervig. Komisch, ne? Ja. Ich habe früher auch immer Musik gemacht. Und dann so am Anfang im Studio, wenn du dann so angefangen hast, irgendwas zu singen, denkst du so, das soll ich sein, Alter? Kann doch gar nicht sein. Aber ja. Aber ist vielleicht auch ganz cool für später dann, wenn du so, keine Ahnung, 2-3 Jahre im Führerschein hast, kannst du nochmal so drauf gucken. So, Bescheid, wo ich gefahren bin, ne? Dann fährst du ja nämlich später so. Ja, wir haben ja beim letzten Mal, also gestern, haben wir diese Kreisverkehrssession gemacht. Mhm. Da hast du ja auch gemerkt, wie wichtig das ist, dass du rechtzeitig, also bevor die Straßen kommen, runterbremst und so weiter, damit du dafür Kontrolle hast. Mhm. Wir machen genau da weiter. Also wir fahren jetzt nicht mehr so groß, so weit um die Stadt drumherum, so wie wir das letzte Mal gemacht haben. Schneiden wir am Ende von diesen 2 Stunden heute schon mal rechts vor links und sowas an. Ja, also das macht natürlich nicht so viel Spaß, wie über die Landstraße ballern, weil da kannst du Gas geben. Aber das ist halt das, was du machen musst und nachher auch drauf haben musst, wenn der Prüfer kommt. Ne? Da können wir nicht nur über der Landstraße fahren, sondern der will dann auch ein bisschen rechts, ein bisschen links sehen. Cool, hast du Fragen? Mhm. Ich glaube, ich ziehe das Ding hier auch aus. So. Ja, wenn du sagst, passt und Spiegel ist alles cool, dann mach Kupplung ruhig durch und schmeiß Maschine an. Also du kannst ja dann da mit diesem kleinen... Mit dem Startknopf. Da. Also genau, muss Kupplung ganz durchdrücken. Und dann starten. Das sollte dann funktionieren. Ich habe hier irgendwo. Ja. So. Ja, okay. Guck mal, hinter uns ist der Jürgen. Ja, wenn du sagst, dass kein Auto kommt, dann schmeißt du einfach einen Blinker links an. Erster Gang. Genau, ich bin bereit. Meine Blinker und losfahren. Ja. Sehr gut. Was ist überhaupt mit Wetter los heute? Ein bisschen regnerisch. Herrlich, ey. So, nimm ruhig wieder Kupplung durch, rollen lassen, zweiter Gang. Genau. So. Bisschen rechts bleiben, mhm. Und dann guck mal, da hinten ist ja diese Einfahrt von dem Parkplatz hier rechts, ne? Mhm.
bleib mal ein bisschen rechts, drück schon mal die Kupplung ganz durch und mach mal einen Blinker rechts. So nach genau. So, dann fahren wir an der Einfahrt vorbei und danach bleibst du einfach locker hier stehen. Einfach so langsam stopp. Stopp. Einfach stopp, stopp, stopp. Ja, stopp. Ja, cool. Okay, wir nehmen jetzt mal den Rückwärtsgang. Also erst in die Mitte schalten. So, dann zack, volle Pulle nach links und nach oben. Jo. Und dann kehren wir rückwärts mit dieser Einmündung um. Mhm. Blink nochmal rechts. Genau. Und jetzt machst du das nur mit der Kupplung, dass du die Kupplung schleifen lässt. Also mal ein bisschen lösen und dann wieder runterdrücken. Genau. Dreh dich aber um, dass du siehst, dass du niemanden umballerst. Und schlag schon mal volle Pulle nach rechts ein. Also bis nicht mehr geht. Genau. Und immer ein bisschen und dann drückst du langsam wieder runter. Also so, dass du den Druckpunkt hast. Genau. Wenn du dann so weiterfahren willst, halt den Druckpunkt fest. Mhm. Nur kein Gas. Ein bisschen so, genau. Und wieder runterdrücken. Gut. Noch ein bisschen weiter. Wieder Kupplung durch. Und jetzt die Bremse drücken, dass er die nicht wegrollt. Gut. Erster Gang. Genau, weil wir umkehren wollen, fahren wir jetzt logischerweise links weiter. Also Blinker links. Und volle Pulle nach links lenken. Genau. Und dann schön langsam. Einfach locker schleifen. Gut, gut. Kann man hier überhaupt? So. Sieht doch gut aus. Bleib ein bisschen links. Also versteck dich nicht ganz. Weil, wenn du zu defensiv fährst, fahren die zu offensiv. Dann denken die so: ja, sauber, Tyler, danke dir. Und fahren einfach so ellbogenmäßig mitten auf der Straße. Und du wolltest das gar nicht. Ein bisschen links rüber wegnehmen. Kurz Gas wegnehmen, weil hier rechts vor links ist. So ein bisschen so bleiben, genau. Und dann checkst du so Optik hier, kommt keiner. Locker weiter. Diesmal fahren wir geradeaus weiter. Du kannst schon, weil du das Stoppschild da oben ja siehst, einfach die Kupplung drücken und dann locker einfach bis zur Linie fahren. Und weiter, 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 ruhig bis auf die Linie und dann stopp. Gut. Oh, ich glaube, du bist in den Rückwärtsgang gegangen. Jetzt schleif dich wieder ein bisschen nach vorne, so wie gerade beim Umkehren, und dann guckst du nur nach links. Wenn da wirklich keiner kommt, nee. Dann hau ab. Dann geht's ab hier. Sehr gut. Genau, und direkt Kupplung wieder durch. Rollen lassen, kleines Stück, zweiter Gang, sauber. Du darfst diesen Fahrradweg hier mit benutzen. Mhm. Guck mal hier im Spiegel, hier ist kein Fahrrad, ne? Mhm. Da kannst du immer so ein bisschen da dran fahren, da drauf fahren, so wie du das gerne hättest oder brauchst. Manchmal kommen dir hier große Busse entgegen oder LKWs stehen, so wie der da, richtig Käse. Dann fährst du einfach hier drüber. Wichtig ist, dass du vorher gesehen hast, dass hier keiner mit dem E-Roller langballert oder sowas. Weil die sind ja manchmal ein bisschen schneller als wir. Und der Prüfer beobachtet dich, wie du hier an dem Ding da vorbeikommst. Das ist fast egal. Der will nur sehen, wie du guckst. Wenn du das beobachtest, ist er glücklich und alle sind cool. Wir fahren dann rechts weiter. Gut. So. Immer Gas ganz kurz weg. Check nochmal in den Spiegel, da ist keiner, ne? Aus deinem Schulterblick, dass da wirklich keiner ist. Und dann rollst du langsam hier rum, ohne Gas. Genau. Wenn du meinst, passt. Sehr gut. Da oben ist übrigens die kleinste 30-Zone der Welt. Ja. Cool. Ein bisschen links bleiben. Ich glaube, der biegt ab. Sei vorsichtig, gib nicht so viel Gas. Genau. Ein bisschen. Gut. Halt immer ruhig Abstand von den Autos. Wenn das nicht passt mit dem Gegenverkehr, bleib einfach erstmal stehen. Also nicht, dass du den hier machst oder sowas, sondern du guckst und lass immer gut Abstand zu den Autos, weil es kann ja sein, dass irgendeiner einfach so mal die Tür aufmacht. Und wenn du dann so einen halben Meter Platz hast, dann hast du so ein bisschen Spielraum, um da zu reagieren. Genau. Schön stehen bleiben, mein Freund hier. Er hat immer freundlich geguckt. So, wir fahren dann gleich links weiter. Kein Gas. Erstmal blinken. Und dann rollst du einfach so locker bis zur Ampel. Ja, nicht ausweichen. Hast du gemerkt, was du gemacht hast? Ja, ich bin ausweichen. Gut. Kupplung. Und langsam runterbremsen.
Jo. Und dann erste Gang. Genau, jetzt aber an der Bremse bleiben, weil sonst rollst du zurück, ne? Ja, die Kupplung nicht loslassen, sonst fahren wir direkt los hier. Das war diese Nummer mit Fahrradfahren. Wenn du trampelst und bei den Bremsen ziehst, gibt es um Bremse und Kupplung gleichzeitig. Das geht nicht. So, jetzt schön langsam. Bisschen Kupplung. Das reicht schon, genau. Jetzt nicht so losballern, weil wir erst den Gegenverkehr durchlassen müssen, beziehungsweise aufpassen müssen. Kommt keiner, dann gib Gas. Dann ist okay. Dann gehen wir rum. Korrekt. Genau. Hinter dir ist alles klar? Ups. Ah, ja. Fancy. Ist gut. So, check die Ampel, ne? Ja. Und das Schild oben rechts. Und jetzt einfach so, genau. Ein bisschen links bleiben. Langsam hier. Stopp. Hier an der Linie. Stopp, stopp. Gut. Und erster Gang. Mhm. Langsam wieder schleifen. Bisschen Gas. Direkt zweiter Gang. Gut. Den Fuß wieder weg von der Kupplung. Pass auf die 30 auf. Kein Gas mehr. Also die Kupplung kannst du weglegen, den Fuß. Genau. Jetzt musst du nur die 30 kontrollieren, weil das ist jetzt nicht so easy. Genau. Ah, nicht so ganz so hier rechts. Yep. Deine Ampel ist umgesprungen, hast du gesehen? Alles cool, keine Kupplung, wir fahren geradeaus weiter. Aber jetzt teilt sich deine eine Straße auf zwei. Und wir bleiben immer auf der rechten. Ist genau richtig. Direkt Kupplung durchdrücken. Und langsam runterbremsen. Und erster Gang. Und chill locker. Genau. Wenn du jetzt mal in den linken Außenspiegel guckst, siehst du den Benz, der da angeballert kommt? Ja. Wer ist er denn, ey? Psycho-Bob. Gut. Und direkt Kupplung durch. Und dritte Gang. Wenn du sowas vorher siehst, dann brauchst du kein Glück, um keinen Unfall zu machen. Sondern du siehst den, siehst, der hat nicht alle Tassen im Schrank, dann gehst du ein bisschen zur Seite und lässt ihn vorbeiballern. Ist so. Wenn du das nicht siehst, dann fährst du einfach so, lalala, und auf einmal wunderst du dich, was da an der Seite kratzt. Ich meine, Schuld hätte er gehabt, das ist nicht ja. Das Problem. Aber es bockt ja trotzdem nicht. Ruhig ein bisschen Gas geben, 70 darfst du hier fahren. Wenn es dann passt, wieder Kupplung durchdrücken, rollen lassen. Ja, wartest erst die Kurve. Ja. Bleib ein bisschen weiter links. Genau. Ja, ein bisschen weiter merken. Sobald Gegenverkehr kommt, ne, wird man immer so ein bisschen hier rüberziehen. Du kannst gerne wieder in den Außenspiegel gucken, dann siehst du den Platz noch zur Linie, um dich ein bisschen sicherer zu fühlen. Gut. Guck mal, siehst du, dass die alle bremsen? Ja. Bremse auch. Ruhig ein bisschen fester bremsen. Bremst ruhig härter. Ja. Genau, Bremse genug. Hat gereicht. Jetzt kannst du locker weiterfahren. Wenn du das nicht machst, dann musst du da hinfahren, fester bremsen, stehen bleiben, wieder erster Gang, zweiter Gang. Wo ist er denn, ey? Argentinier, follow. Alter, ist voll der Typ. Er fährt mit dem Fahrrad nach Argentinien oder was? Ja, mit seinem Instagram-Account. Scheiße, hab ich das gesehen. Hätten wir ihm folgen können. Hinter dir, gut, ne, nimm immer den, dann dürftest du nicht so davon, weißt du? Ja, man darf hier 70 fahren, aber wie willst du das machen mit der Kurve? Keine Kupplung, keine Kupplung, nur Gas weg. Erstmal checken, deine Straße ist ja frei, guck mal. Kannst ruhig hier ein bisschen Gas geben und ist super cool. Ja. Dann zieh ruhig noch ein bisschen. Wenn du dann an die 70 kommst, dann wieder Kupplung durch, rollen lassen und vierter Gang. Gut. Genau. Hinter dir gut? Gut.
Was die Prüfer gerne machen ist, die fahren von so einer außerhalb geschlossenen Ortschaftsgeschichte wieder in die Stadt rein. Und guck mal, da ist nur ein Schild. Lünen. Bremse, mehr bremsen. Du musst bei dem Schild jetzt bei 50 sein. Das wollen die sehen, das beobachten die ganz genau. Ich habe das früher nie gecheckt. Ich habe immer gedacht, ja, aber hier steht doch keine 50. Ne? Aber ist halt die Ortschaft. Und das zählt dann. Ne? Bisschen links bleiben. Yep. Und dann, der ist nicht so schnell wie du. Erster Gang. Genau. Gut, hast du meinen Fuß gemerkt an der Kupplung? Weil du den ersten Gang brauchst. Und zweiter Gang. Und dritter Gang. Kupplung. Genau. Fragst du dich, wie die so schnell wegziehen können? Ja. Gut, keine Kupplung mehr. Fuß ganz weg. Und langsam ein bisschen anbremsen, sodass du locker hier durchkommst. Genau. Dann langsam wieder da raus. Die ziehen die Gänge viel höher als wir. Und viele Fahrschüler fragen sich das immer, weil die fahren ja so normal los und lassen die Kupplung halt auch los und gucken dann nach vorne und die ziehen alle weg. Ja, langsam, guck mal, jetzt nur 50. Und die ballern alle vorne voll weg und man denkt sich so, was machen die denn? Ne? Die geben richtig Gas. Ich kann dir das gleich einmal zeigen, wenn wir an der nächsten Ampel stehen, wie man losfahren muss, damit man so losfährt wie die. Das, selbst wenn du das kannst, brauchst du das in der Prüfung aber nicht zeigen. Das will kein Prüfer sehen. Aber wenn der da hinten mit seinem Kaffee sitzt und du fährst los und der klebt da so mit dem Kopf an der Wand, ist halt nicht cool. Also musst du schauen, dass du trotzdem weiter so losfährst wie jetzt. Das ist für die Prüfung perfekt. Nicht schneller, auch wenn du es kannst. Ja, gute Idee. Genau, schön deine 50 immer kontrollieren, dass das passt. Wie gesagt, auch 52, 53 ist egal. Nur 60 ist dann irgendwann spannend. Gut, wieder ein bisschen Gas. Weil für die Kurve hast du Gas weggenommen, ist gut. Danach wieder Gas geben. Das ist das, was ich meinte mit diesem dynamischen Fahren. Dass du immer wieder Gas weg, Gas drücken, Gas weg, Gas drücken. Und du merkst ja auch, dass du, ich sag mal, selbst wenn hier 50 ist, du kommst ja nicht durch jede Kurve mit 50. Der Prüfer beobachtet dich. Und wenn du es halt probierst, so wie wir da gestern in Werner, weißt du, also die Kurve, die war gut. Wenn du das dann probierst, ist halt nicht so cool. So wie diese Kurve zum Beispiel. Ja, hier ist 50, aber vielleicht eher vorher ein bisschen Gas wegnehmen, dass du locker da durchkommst und dann ist alles gut. Genau. Dann wieder ein bisschen Gas, wenn du merkst, du bist sicher und hast das im Griff. Und das musst du immer so auspendeln. So, Gas wieder ein bisschen weg. Wir fahren dann links weiter. Schon blinken. Kupplung ganz durchdrücken und jetzt nur langsam runterbremsen, nichts mehr machen, schön links rüberfahren, genau, aber jetzt nicht schalten oder sowas, sondern einfach nur Kupplung und langsam runterbremsen bis zur Linie und dann und jetzt erster Gang. Wenn du jetzt mal auf die Ampel guckst, wir haben keinen Pfeil auf der Ampel, ne? Mhm. Wir haben einfach nur rot. Musst du auf irgendwen aufpassen, wenn wir jetzt links rumfahren? Nee, Gegenverkehr. Ja, den Gegenverkehr. Genau. Ja, ist richtig. Also auf die musst du aufpassen. Wenn wir jetzt einen Pfeil auf der Ampel hätten, dann nicht. So, aber jetzt kannst du langsam losfahren. So ein bisschen. Siehst du auf der anderen Straßenseite, dass der Pfeil blinkt, wie gestern? Mhm. Das heißt, Achtung Gegenverkehr, ne? Kupplung drücken und langsam so ein bisschen links rüber. So ein bisschen so, genau. Und so ist okay. Wenn die jetzt rot bekommen da drüben, leuchtet da der grüne Pfeil. Das heißt, du musst also beides so ein bisschen beobachten. Ein bisschen auf den Pfeil gucken und auf die Autos gucken. Kommen die alle her, ey. Mach mal Feierabend. So, nur noch der rote. Jetzt kannst du schon Kupplung lösen. Der hat dir schon Zeichen gegeben, hast du gesehen? Da ist dein grüner Pfeil. Und jetzt hauen wir ab. Oben rechts das Schild. Gut. Ja,
Ah, nicht so ballern. Guck mal, wie schnell wir schon fahren. Richtig. Genau. Sonst halten die Sheriffs uns an und dann stehen wir da. Es sei denn, es ist eine hübsche Polizistin. Dann müssen wir die mal schicken. Es gibt voll viele hübsche Polizistinnen, ne? Mittlerweile. Ey, bei uns in der Stadt habe ich gesehen, fahren einige. Richtig gut. Ich meine, ich werde zwar nicht gern verhaftet, aber... Schön auf die Ampel gedrückt. Gib mal kein Gas mehr. Roll einfach. Kupplung drücken. Bisschen langsamer werden. Erster Gang. Schade, hätte ja fast klappen können. Ja, Bremse. Ja. Genau. So, und jetzt wieder locker los. Oben siehst du es? Yep. Hier dritte Gang, aber nicht 50, sondern einfach nur dritte Gang, damit du hier locker durch die Kurve kommst, das Auto nicht so macht, sondern so ist gut. Ein bisschen Abstand von ihm hier. Cool. Sauber. Na, ruhig noch ein bisschen Gas. Wieder eine schöne Straße vor dir. Es regnet sich. Und hinter dir ist alles gut, ne? Ja. Gut. Der war jetzt richtig. Jetzt hast du mit dem geguckt, dann ist alles cool. In der Prüfung später solltest du so alle 20 Sekunden in den Spiegel gucken. Dreimal in der Minute, finde ich, hört sich irgendwie ein bisschen öfter an als alle 20 Sekunden. Aber, ja. Wichtig ist, der Prüfer sitzt ja hinter mir. Bisschen links bleiben und dann guckt er immer in den Spiegel und guckt, was deine Augen machen. Ich habe mich nämlich früher mal gefragt, wie will der überhaupt sehen, ob du guckst oder nicht? Der krabbelt ja hier nicht nach vorne. Dabei guckt er dann einfach so in den Spiegel und guckt immer, was deine Augen machen. Und wenn der dann sieht, die gehen hoch oder gehen runter, was ist nicht mit ihm, dann weiß der, alles klar, du guckst. Aber wenn du die ganze Zeit nur den machst, dann weiß der, du hast einen steifen Nacken. Genau. Siehst du den DPD-Wagen da? Ja. Der hat Warnblinklicht an, ne? Also einfach so ein bisschen vorsichtiger vorbeifahren. Gut, das reicht schon. Siehst du, was da kommt? Krass, okay. Gut. Dann jetzt schon, nicht schalten, erstmal bremsen. Bremsen ist immer Nummer 1, damit das, ja, bremst erstmal. Ruhig fester bremsen. Kupplung drücken, Kupplung. Jetzt zweite Gang. Genau, jetzt rollst du langsam weiter und guckst. Einfach so weiter rollen. Roll weiter. Beobacht, roll weiter. Nicht dich bremsen. Wenn du bremst, brauchst du jetzt den ersten Gang. Ich hab dir weiterfahren, wir fahren einfach hier rein. Kein Gas, Kupplung und hier wieder raus. Blinker. Genau. Erst wieder gerade werden und dann wieder Gas. Kupplung durch, wieder rollen lassen, genau. Versuch nicht vorher zu schalten. Versuch immer erst ganz durchgedrückt zu haben und dann zu schalten. Ruhig jetzt wieder Kupplung durch, rollen lassen. Genau. Korrekt. Fuß wieder weg von der Kupplung komplett. Genau. Und dann die 50 halt so halbwegs kontrollieren. Aber hast du jetzt gerade gemerkt beim Kreisverkehr, du warst im Kopf noch nicht so ganz auf alles eingestellt. Dann kommt man da hin und dann auf einmal so, das ist zu viel auf einmal. Bereite dich immer so darauf vor, was du gleich machen willst. Also denk schon vorher drüber nach. Sonst ist das nachher zu stressig, wenn du dann da bist. Es gibt hier, Achtung Gänse! Das ist jedes Jahr so, das ist richtig krass. Hier ist irgend so ein Teich und da chillt so eine Gänse-Family und die machen dann immer, gehen immer auf die andere Seite, da gibt es was zu futtern und dann gehen die wieder zurück. Und gehen mal hier. Gänseparty. Ist richtig mies hier, ne? Große Straße, breite Straße, könnte man locker 60, 70. Aber auch da, die Rennleitung schläft nicht, ne? Die ganze Zeit hier wachsam. Guck mal, einfach nur Baustelle. Du kannst
normal dran vorbeifahren. Ist jetzt nicht ultra eng. Einfach so, so wie jetzt. Ist alles gut. Da brauchst du dem Prüfer auch nichts Besonderes zeigen, wenn das kommt. Kannst du normal einfach weiterfahren. So, jetzt geht's richtig los. Herzlich willkommen in Bergkamen. Ein bisschen Gas. Und da vorne, der Kreisverkehr, fahren wir geradeaus wieder raus. Okay. So, dann hast du jetzt schon mal die Chance, kurz hinter dir zu gucken, was so abgeht. Und jetzt schon Kupplung und Bremse. Genau. Ruhig noch ein bisschen mehr. Das reicht. Jetzt zweiter Gang. Und alle Füße lösen. Alle Füße lösen. Da reingucken und nur rollen. Nichts mehr machen. Schön drumherum fahren, nicht darüber fahren. Richtig rumlenken, so ein bisschen mehr und blinken. Und weiter rumlenken. Gut. Korrekt. Und jetzt, wenn du gerade bist, kannst du wieder Gas geben. Ja, ja bleibt. Zweiter Gang ist cool. Ein bisschen Gas geben. Und jetzt Kupplung durch, Gas weg. Und genau, dritter Gang. Fertig. Fahr ruhig mittig, weil ist nur eine Spur. Ist voll großzügig hier, kannst du so, ne? Bleibt dann trotzdem in der Mitte, dass der nicht auf komische Gedanken kommt. So wie jetzt zum Beispiel. Tja, manche Menschen. Wir fahren geradeaus weiter. Wieder, jetzt schon vorbereiten. Kupplung, Bremse. Ruhig ein bisschen fester bremsen. Jetzt schon zweiter Gang. Kupplung los, alles loslassen. Kein Gas geben. Blinker. Hast du gemerkt, jetzt kam schon wieder mal so ein bisschen sehr schnell, ja, ne? Eine da, mich irritiert irgendwie. Mach den fertig. Direkt wieder gucken durch und dritte Gang. Sauber. Auch hier sieht richtig so mies, als könnte man richtig Gas geben, ne? Aber ist auch hier immer noch 50 innerorts. Bleibt alles wie es ist. Bei so einem LKW, wenn der da steht, oder generell Autos mit Warnblinklicht, fahr immer ein bisschen vorsichtiger drumherum, weil du weißt nicht, was die machen. Schlimmstenfalls fangen die an zu brennen. Gibt kein Gas mehr. Guck kurz nicht, dass der seine Tür aufmacht. Guck mal, was da kommt. Kupplungbremse, fester bremsen, zweiter Gang, Bremse los, genau. Roll weiter, nur rollen und beobachte die. Roll weiter rollen und weiter rollen. Roll, weiter. Geradeaus fahren wir raus. Blinker, genau. Ja, nicht ganz so schnell, Fuß weg auch von der Kupplung, nee, Fuß weg von der Kupplung. Blinker aus. Lass dich nicht abdrängen. Wenn die kommen, bleibst du. Der geht aus, lass ihn ruhig. Okay. Gib erstmal kein Gas mehr geben. Genau. So. 30 siehst du. Ja. Kannst du sowieso hier nicht schneller durch. Also locker bleiben, ein bisschen links rüber. Die Ampel hier, ne? Ist aus. Die geht nur an, wenn da Fußgänger auf den Knopf drücken. Drücken die nicht auf den Knopf, geht die nicht an. Kannst du einfach hier rumfahren. Muss auch nicht blinken oder so. Genau. Korrekt. Hinter dir? Korrekt. Ist immer wieder wichtig, dass du so zwischendurch, zack, ein kurzer Blick, dann ist alles cool, du weißt Bescheid und kannst wieder nach vorne gucken. Locker hier rum. Und wenn du dann sagst, jo, passt aber, dann drückst du wieder drauf. Genau. Und jetzt schön die 30 immer wieder kontrollieren, ne? Du hast übrigens die ganze Zeit hier Vorfahrt wegen diesem Bordstein, der hier so abgesenkt ist, weißt du, der so geradeaus durchgeht. Der hier. Siehst du das? Mhm. Wenn die Straße so reingehen würde, wäre halt rechts vor links. Aber dadurch, dass dieser Bordstein da immer so, ja, gerade durchgeht, brauchst du auch gar nicht gucken.
Ich habe früher immer mit dem Innenspiegel so gedacht, ja, ja, als ob, wenn ich Führerschein habe, gucke ich nie wieder rein. Ne? Und dann habe ich Führerschein gehabt, habe ich auch nie wieder reingeguckt. Und irgendwann ein bisschen links bleiben. Irgendwann fahre ich so nach Hause, noch mehr links bleiben, in der Ecke, nicht nur auf ihn gucken. Irgendwann fahre ich so nach Hause, ne? Und auf einmal so, ich war fast zu Hause, hinter mir so, Gott, der Fahrer mit dem Kennzeichen, Lünen, bla bla bla, bitte bleiben Sie stehen. Und ich dachte so, krass, ist ja wie New York hier, ne? Und fahre so weiter. Und irgendwann schon wieder so, Gott, bitte bleiben Sie sofort stehen. Und ich dachte so, hä? Und dann habe ich in den Innenspiegel geguckt. Und dann sind die schon die ganze Zeit hinter mir hergefahren, haben so gewunken und Polizeistopp und so. Da habe ich erst mal gecheckt, dass die mich meinen, ne? Da waren die sauer. Also immer, ne, alle, ey, ich meine, auch wenn du einen Führerschein hast, ist immer gut, wenn du guckst. Vielleicht dann nicht mehr so ganz so krass oft. In der Prüfung musst du es ein bisschen übertreiben, damit der Prüfer sagt auch, oh, gute Beobachtung. Kein Gas geben, weil der da steht. Siehst du das? Kupplung und Stopp. Stopp, 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 direkt stopp. Gut, erster Gang. Spiegel gucken, dass dich keiner überholt und dann fährst du vorbei. Genau. Direkt locker, Kupplung durch. Genau. Ja, also in der Prüfung musst du es halt ein bisschen übertreiben, damit der Prüfer auch sieht, du hast eine gute Beobachtung. Später, wenn du einmal in der Minute guckst, ist auch Hauptsache, du guckst überhaupt da rein und weißt, was hinter dir abgeht. Ein bisschen links weiter rüber. So wie der Vogel, der dich da gerade überholt hat. Mhm. Wenn du sowas immer rechtzeitig siehst, ist immer okay. Wenn du das nicht siehst, und zum Beispiel vor dir fährt mal ein Fahrrad oder ein Roller und du denkst, alles klar, ich fahr mal eben vorbei. Der kommt von hinten, dann Knockout. Kannst nicht ausweichen, kannst nur so machen. Ups. Alles gut, zieh weiter durch. Hast du gemerkt, was dein Instinkt wollte? Ja, du siehst, da kommt ein Auto und du denkst doch, okay, fahr ich drum rum. Dann wärst du voll über den Bordstein gefahren. Kannst du nicht bringen. Das Einzige, deswegen fallen Fahrschüler übrigens ab und zu durch in der Prüfung. Weil die genau das machen, was du gemacht hast. Da kommt von vorne einer und die denken so, oh nein, und weichen aus. Und dann ist hier ein Bordstein oder irgendwas und ich muss dann als Fahrlehrer ins Lenkrad greifen, darüber wieder. Und dann ist Party zu Ende. Damit das nicht passiert, immer wenn dir jemand entgegenkommt, weich nicht aus. Du merkst das ja, diesen Impuls. Bleib stehen, mach nur Kupplung und Stopp, dann bist du safe. Okay, ein bisschen links bleiben. Wir fahren dann rechts weiter. Bisschen links bleiben wieder. Nee, links. Ja. Genau. Guck mal kurz in den Spiegel, wie viel Platz du hast. Und in den. Ja, relativ. Ist komisch, ne? Erster Gang. Man selber denkt ja immer schon, boah, ich bin schon voll weit links. Aber noch nicht. So, schön locker weiter, aber locker. Weil du jetzt nur grün hast, haben die Fußgänger da auch grün. Und siehst du den Opi mit seinem Fahrrad, mit dem Außenspiegel sogar dran? Ja. Kein Gas, kein Gas. Vorsichtig, beobachte den. Okay, der bleibt stehen, dann ist alles cool. Dann kannst du locker weiter. Bis die nächste Ampel. Gas lohnt sich, null. Einfach Kupplung drücken und rollen. Dann ist entspannt. Aber wenn du so, dann ist immer mit Drucksbock nicht. Bremst ein bisschen. Und langsam wieder schleifen. Jetzt kannst du wieder ganz normal mit Kupplung durch. Genau. Und direkt wieder Kupplung durch. Genau. Korrekt. Einfach beobachten. Siehst du ja, wenn die so reinziehen, nimmst du kurz Gas weg. Wenn du sagst, ja, passt wieder, wieder Gas dran. Erinnere dich dran, wir waren gestern auch auf der Straße hier. Sei vorsichtig, halte immer guten Abstand, denn guck mal, auf einmal bremsen die, weil die zur Tankstelle wollen, Auto waschen oder was weiß ich. Genau. Zack, wieder erster Gang. Ein bisschen links bleiben. Genau. Hinter dir passt. Denker deine 50, ne? Ich weiß, sieht gut aus hier. Ist viel Platz, aber denk dran, Nottingham schläft nicht. Die nehmen uns fest. Genau. Beobachte die Ampel, die ist schon lange
grün, ne? Einfach weiterfahren mit 50, aber ein gutes Auge auf die Ampel haben. Genau, einfach locker weiter. Gemerkt, immer wieder kommen so, also mal fährt einer mal schnell hier ran oder darüber und du musst lernen, diesem Instinkt zu widerstehen, weil das Allerwichtigste, denk dran, da ist Ortsausgang, das Allerwichtigste ist, dass du die Kontrolle darüber behältst, dass dich kein anderer aus der Bahn kegelt. Ja. Es bockt natürlich nicht, ne, wenn die da so ranfahren, aber ruhig ein bisschen Gas geben, hast du gesehen, 70? Drück drauf und Kupplung auch und vierte Gang. Auch wenn das nur so ein kurzes Stück ist. Egal, Hauptsache du arbeitest, du machst da was. Genau. Ruhig wieder anbremsen, ein bisschen mehr. Kupplung durch und dritte Gang. Genau. Das ist übrigens kein Fußgängerweg hier, ne? Nicht, dass du in der Prüfung auf einmal stehen bleibst und lässt die Leute hier durch oder so. Wenn du siehst, da geht jetzt einer lang, der total einen an der Schüssel hat und einfach drüber will, dann fahren wir dann nicht platt. Aber nicht extra stehen bleiben. Das kommt auch nicht gut beim Prüfer. Manche denken ja so, oh, da bleibe ich stehen, dann kriege ich Pluspunkte oder so. Nein, da kriegst du keine Pluspunkte. Denkt er höchstens, du willst ihn verarschen und ein bisschen Zeit rausholen. Okay, wir fahren geradeaus weiter. Hinter dir wieder checken, was sie macht. Und jetzt siehst du das, ne? Die fährt schon so ein bisschen schräg rüber. Guck nochmal in den Außenspiegel. Siehst du, was die macht? Kupplung drücken und langsam nur runterbremsen, mehr nicht. Ruhig noch langsam weiterbremsen und erste Gang. Schön locker weiter. Lass mal die Füße kurz los, ich zeig dir jetzt, wie die losfahren. Die geben einfach Gas und nehmen zweiten Gang und fahren direkt hinterher. Das war's. So, und jetzt kannst du schon Druck machen. Aber ich habe jetzt auch nichts gemacht. Ich habe nicht schneller die Kupplung losgelassen. Du hast nur gehört, ich habe die Gänge viel höher gezogen. Das machen die. Die drücken drauf und vorsichtig, der biegt ab. Bremst ein bisschen. Ja. Nur bremsen. Gut, und da guck mal, die geht da auch noch drüber. Siehst du das? Bremst wieder. Kupplung. Genau. Mach mal erste Gang wieder. Langsam loslassen. Jetzt gib mal Gas. Guck mal, wie der hinterher geht. Gib mal Gas. Mach ruhig. Probier aus. Und dann zweite Gang. Verstehst du? Ja. Nur das kannst halt in der Prüfung, kommt das komisch. Okay, gib kein Gas mehr. Nee, nee, nee. Wir fahren jetzt links weiter. Blink mal links. Nur blinken. Langsam rüber. Okay. Die Vorfahrtsstraße, siehst du das, dass die nach links geht? Ja. Das heißt, du hast Vorfahrt. Du brauchst nichts machen. Fuß weg von der Kupplung. Mhm. Ganz weg. Im zweiten Gang bist du. Du hast Vorfahrt. Also locker langsam so weiter. Und dann eine schöne große Kurve. Das reicht. Das ist cool. Genau. Und ein bisschen Gas geben. Hast du gesehen, wie schnell? Mhm. Sehr gut. Generell habe ich das Gefühl, dass die Straßen in NRW mal wieder gemacht werden können. Ja, 30 ist eine wunderbare Geschwindigkeit. Ich bin mal bei 30 vom Roller gesprungen, weil ich gedacht habe, das wäre nicht so schnell, aber das ist schneller, als man denkt. Was ist danach passiert? Also ich bin halt so runtergesprungen, dann bin ich so schnell gelaufen. Das muss richtig bescheuert ausgesehen haben, weil meine Beine so dumm, 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 dumm. Und dann war da rechts so ein Gebüsch, das war so am Schulhof. Und dann bin ich so halb in das Gebüsch gejumpt, weil ich gedacht habe, ich kann sowieso nicht mehr so weiter rennen. Ja, und da ist aber nichts passiert. Also ich bin nur runtergesprungen und habe gedacht, okay, bei 30 springe ich nicht nochmal vom Roller, ist nicht cool. Genau. Ja. Korrekt. Und wenn du hinter dir guckst, alles perfekt. Perfekto. Genau, und dann zieh ruhig, dass du so an den 70 kratzt und dann einfach Kupplung vierter Gang. Denn jetzt siehst du ja auch große, breite Straße, alles gut, dass sie nicht erschrecken. Ne? Große, breite Straße, 70, vierter Gang geradeaus, alles cool. Dann kannst du das auch so halten. Kontrollier nochmal kurz deine 70. Und dann drück wieder ein bisschen drauf, ne, dass du nicht zu weit runterkommst.
Yes. Yes, yes, yes. Was hörst du für Musik? Oh, alles. Alles? Amerikanisch, Rap, Deutsch. Ah, okay. Du? Ja. Ich glaube, ich höre alles bis auf Death Metal. Ja, sowas mache ich. Das ist zu krass, das kann ich mir nicht ziehen. Und Hardcore, also dieses. Das kann ich mir auch nicht ziehen. Und Schlager geht auch nur kurz. Mhm. Nicht lange. Also so ein bisschen geht das, aber lange kann ich mir das nicht durchziehen. Im Moment finde ich Kapital finde ich ganz geil. Das bockt. Das ist dann immer wieder so eine Phase und dann ist das auch wieder vorbei. Der hat schon wieder ein neues Lied raus, ne? Nummer 1 oder so heißt das, glaube ich. Ja. Das ist ganz geil. Guck mal, jetzt ist ja hier 70, aber du kannst nicht genau sehen, was hinter der Kurve ist. Also ist es clever, kurz Gas wegzunehmen, du guckst ein bisschen, alles wieder gut und dann drückst du wieder drauf. Guck mal, sogar hier, 70 Ende, dann mach Vollgas, drück bis zum Fußboden einfach. Genau. Zieh ruhig weiter durch. Genau. Komm mal vorwärts hier. Yalla, yalla. Ja, leider nicht ganz so lange. Einfach wieder nur bremsen. Genau, reicht schon. Bremse wieder los. Und jetzt guck mal, merkst du, bist schon bei fast 70. Du bremst so an und wenn du so schnell warst, reicht das, wenn du, ich sag mal, knackig runterbremst und du hörst bei 80 auf zu bremsen. Den Rest macht so Gegenwind und Fahrtwiderstand und Abroll, bla bla bla. Also es reicht, wenn du so kurz nach 80 aufhörst zu bremsen, dann passt das schon wieder. Vergleich mal kurz rechter und linker Spiegel, die beiden, dass du dich selber so gut in die Mitte einordnen kannst und das selber ein gutes Gefühl für bekommst, das einzuschätzen. Korrekt. Korrekt. Ruhig wieder noch ein bisschen draufdrücken. Auf so einer Strecke wie hier zum Beispiel in der Prüfung, ne? Hier ist jetzt kein rechts vor links, kein Stoppschild, gar nichts, keine Ampel. Immer wieder hier reingucken. Dann sieht der Prüfer, Wallah, Tyler hat gute Beobachtung. Ja, also wenn du oft da reinguckst, ist der zufrieden und lässt dich dann auch in Ruhe. Dann guckt er nicht immer die ganze Zeit so da rein, was deine Augen machen, sondern der guckt ab und zu und dann weiß der, okay, du guckst gut und dann ist alles gut. 70 hier, Straßenschäden, wunderbar. Hinter dir wieder kontrollieren. Gut. Straße, wenn die Leute daherlaufen oder so Fahrrad fahren, frage ich mich manchmal, wo die hinfahren. Ist doch nichts. Gehen die einfach so. So, geradeaus komme nach Hamm, hast du gesehen? Mhm. Gut. Genau. Kurve, alles klar. Dann wieder anziehen, wieder ein bisschen Gas geben. Ja, ruhig noch ein bisschen mehr. Vorne geht es jetzt wieder los. Jetzt kommen wir nämlich so langsam wieder in die Stadt rein. Gebrauchsstelleneinfahrt, erstmal 50, 50 wieder welcher Gang?
Genau. Kupplung. Das geht nichts. Genau. Langsam lösen. Da war die Motorbremse. Guck mal, was da vorne kommt. Kreis. Jupp. Kupplung, Bremse. Fester bremsen. Denk dran. Genau. Das reicht. Zweiter Gang. So, ist cool. Füße alle loslassen. Alle loslassen und ihn beobachten. Roll weiter und beobachte ihn. Einfach rollen. Nichts machen. Kein Fuß drücken. Einfach rollen. Kommt da einer? Nein. Gut, dann roll weiter. Wir fahren da drüben raus. Nicht blinken, sondern die zweite fahren wir raus. Einfach schön drum rumlenken, genau. Du kannst jetzt blinken. Dann checkst du nochmal so mit dem Kopf ab, dass hier kein Fahrrad dazu fährt. Das ist alles cool. Dann langsam weiter. Ja, falsches Pedal. Yep. Ja. Genau. Ja, jetzt merkst du schon, jetzt zieht er, ne? So. Guck mal, was da vorne wieder kommt. Kreisverkehr. Schon wieder. Wir fahren die dritte wieder raus. Okay. Lass dir dafür Zeit. Kein Gas geben. Ohne Gas. Einfach rollen. Große Kurve. So. Schön weiter. Nee, links blinken brauchst du nicht, du musst jetzt gleich drauf kommen. Jetzt rechts blinken. Hier rechts. Genau. Korrekt. Keine Schilder, wie schnell darf man fahren? 50. Wie viel? 50. Ja, weil in der Stadt und so. Genau. Kupplung durch. Nee, nicht erst. Ja. Nur locker, genau. Auch wieder ein bisschen draufdrücken. Guck mal, siehst du links das Ortsausgangsschild? Ja. Das gelbe? Direkt rechts daneben ist schon wieder 50. Weil die nicht wollen, dass du hier mit 100 durchballerst. Genau, also einfach so cool bleiben, fahren einfach 50 weiter, fertig. Die Uschi hinter dir, die ist schon ganz nervös. Siehst du das? Die fährt schon immer Schlangenlinien. Ich glaube, die haut jetzt eh gleich ab. Siehst du das? Guck mal, die blinkt schon. Siehst du, die fährt jetzt hier rechts. Nicht rüberfahren, nicht ausweichen. Genau. Hier links bleiben. Genau, Tauben ziehen immer durch. Sauber. Hast du gesehen, wie schnell du darfst? Mhm. Okay, dann zieh noch ein bisschen. Kannst du ruhig dann drauf drücken. Bei 70 geht. Drück noch ein bisschen. Und dann Kupplung, locker vierte Gang. Hat eine wunderschöne Straße hier ausgesucht. Voll kaputt hier alles. Genau. Aber so wie du es jetzt machst, hältst du gut die Linie, das ist cool. Kannst immer nochmal links oder rechts kontrollieren, ob du zu weit rechts oder links bist. Und dann wieder drücken. Wieder aufs Gas. Genau. Aber am Gas bleiben, das machst du gut. Guck mal, siehst du da hinten das Fahrrad? Man kann den Vogel überhaupt nicht erkennen. Mhm. Deswegen haben Motorräder immer Licht an, damit man die rechtzeitig erkennt. Weil in so einem Waldstück siehst du den überhaupt nicht. Und wenn du dann jemanden überholen würdest oder so, erschreckst du dich auf einmal, weil dann kommt doch so ein Fahrrad dir entgegen. Ich glaube, ab 2014 haben Autos auch immer dieses Tagfahrlicht. Das kann man gar nicht mehr ausschalten, auch bei dem nicht. Selbst wenn du den Lichtschalter auf 0 drehst, ist immer dieses Licht an. Oh, die Straße ist so gut. Ach, ich glaube, jetzt geht's vorbei. Guck mal, Toni, guck mal, der zieht vorbei. Sauber. Gut, welcher Gang? Direkt wieder Gas. Genau. Weißt du was, beobachte immer den BMW hinter dir. Bleib auch am Gas, so schön dranbleiben.
Weil manchmal neigen die dazu, einfach so verrückte Überholmanöver zu machen. Und gerade wenn dann nochmal jemand entgegenkommt und das passt nicht so ganz, kannst du dann dabei mithelfen und kurz Gas wegnehmen, dann passt das doch wieder. Geht aber nur, wenn du halt immer wieder mal reinschaust. Halt. Da vorne haben die gleich die Straße neu gemacht. Die sollen mal neue Stoßdämpfer kaufen hier. Jetzt geht's. Ist jetzt die Straße neu. Luxus. Schön am Gas bleiben, dass das passt mit deinen 50. Hier ist wieder so eine Fußgängerampel, siehst du? Ist gar keiner da, ist die aus. Einfach nur beobachten. Du kannst auch schon damit rechnen, wenn hier Leute dran gehen und drauf drücken, dass die dann innerhalb von ein paar Sekunden eigentlich angeht. Lange dauert sowas nie. Spiegel nochmal checken und dann links rüber. Ja, siehst du, der hat schon Schiss gekriegt. Gut. Genau. Und wenn du rausziehst, wieder die Spiegel beobachten, dass der BMW dich nicht überholt. Und dann gehst du raus. Ruhig ganz rausgehen. Genau. Wieder Spiegel gucken. Und dann gehst du wieder zurück. Gut. Guck mal, wir wollen gleich Richtung Lünen weiter. Bleib erstmal ein bisschen links. Vorsichtig mit dem Bordstein hier. Siehst du, wo das ist? Ja, geradeaus. Gut. Spiegel wieder gucken, dass der nicht vorbeizieht und ganz rausfahren, komplett. Genau. Sehr gut. Genau. Siehst du, zwei Spuren, die rechte geht geradeaus. Zu 99% ist das so. Nicht immer. Es gibt ein paar Städte, da ist das manchmal zwischendurch an einigen Kreuzungen anders. Hey Toni, wie geht's? Granate. Du Granate! Wie kommt der denn von dem Fahrersitz darüber? Egal. Auf jeden Fall ist normalerweise das so, dass die rechte Straße immer geradeaus geht. Ne? Und bei der, da musst du einfach darauf achten, dass das passt. So, und in der Prüfung guck auch, dass wenn zwei Spuren sind, dass du immer auf der rechten bleibst. Damit du nicht aus Versehen irgendwann mal links abbiegen musst, obwohl du das gar nicht wolltest. Und der Prüfer sagt, oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ist nicht schlimm, wenn das passiert, aber besser, wenn es nicht passiert. So, schleif dich ein bisschen nach vorne. So ein bisschen. Und wieder Kupplung drücken. Kupplung drücken. Genau, dann ist das nicht so unter Druck. Ich glaube, die Bremse kannst du ganz loslassen, oder? Probier mal. Wollen wir dann? Nö, ne? Für die Fans. Ups. Für die Fans. So, jetzt kannst du locker. Ich probiere das immer aus, von Ampel zu Ampel. Dann entweder, also ich bleib stehen, löse dann die Bremse und dann merkst du sofort, rollt er oder rollt er nicht. Wenn er nicht rollt, ist er cool. Ist er einfußfrei. Siehst du, der Typ, der da dran steht an der Ampel, der hat gedrückt. Deswegen wird die jetzt rot. Brems, Kupplung, Kupplung. Ja. Du warst schon im Keller, ne? Das ist das, was ich meinte. Diese Ampeln funktionieren halt nur, wenn da jemand drauf drückt. Und dann musst du halt schnell reagieren, ne? Ich glaube, jetzt gleich hier ist rot und dann geht die auch bei grün gleich aus. Und dann können wir einfach weiter, bis wieder irgendwer kommt. Guck mal, hier ist voll was los, hier kommen voll die Leute. Alles klar. Grün, jetzt können wir. Links bleiben. Ja, genau. Und check mich schnell. Jetzt rauf.
hinter dir mal kurz kontrollieren. Gut. Ist schon wieder so eine Ampel. Tja. Korrekt. Aber erster Gang denkst du jetzt immer dran, ne? Das ist schon safe. Ist gut. Service wieder rückgängig machen. Oh, der war schnell. Genau. Hast du gemerkt mit der Kupplung, ne? Weil die so richtig krasses kommen lassen. Gut. So, jetzt fahr vorausschauend, dass du rechtzeitig erkennst, was da vorne gleich so ist. Sieht man schon, ne? Mhm. Wir fahren dann die erste Straße wieder raus. Ruhig schon Kupplung drücken. Wieder Bremse, fester Bremsen, denk dran. Genau. Jetzt alle Füße lösen. Ist alles gut, zweiter Gang. Alle Füße. Jetzt. Ja, okay, alle Füße lösen. Und die erste fahren wir wieder raus. Blinker. Genau. Ah, gib aber kein Gas, damit du erstmal abchecken kannst, was hier geht. Wer hat hier Vorfahrt? Wir. Ne, cool, also locker weiter. Weil das noch nicht überschaubar ist. Baller noch nicht und nimm noch nicht den dritten Gang. Sondern erstmal locker so bleiben und dann mal gucken. Und jetzt guck mal, was da vorne für Schilder alles stehen. 30-Zone, Parkzone, bla 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 bla, alles mögliche. Von daher ist das mit dem zweiten Gang ganz gut. Bleibst da einfach so. Den Fahrradweg nutzt den einfach mit. Hier im Spiegel ist ja kein Fahrrad und vor dir ist auch keiner. Also kannst du so bleiben. Bisschen links. Ja, gut. Genau, und so bleiben. Schöne große Kurve. Ja, genau. König der Friseure. Der Friseurläden haben immer die geilsten Namen. Letztens habe ich einen gesehen, der hieß Alibaba. Und die vier Haareszeiten habe ich auch mal gesehen. Haarscharf habe ich auch schon mal gesehen. Und da oben in Kappenberg gibt es auch einen. Komme ich nicht mehr drauf. Wahrscheinlich ein Traum wird Haar oder so. Korrekt. Ja, gut. Und hinter dir? Ja, alles gut. Natürlich, ne? So ist ganz gut. Wenn hier keiner steht, brauchst du nichts Besonderes machen. Einfach locker weiterfahren. So, jetzt fahren wir in den Kreis rein und geradeaus, mal vorsichtig, und geradeaus wieder raus. Zweiten Gang haben wir schon, das heißt, du brauchst nur kein Gas mehr geben. Hier sind alle Zonen zu Ende, siehst du das? 30-Zone und Haltzone. Also einfach locker weiterrollen und jetzt schon weit nach links gucken. Guck mal, der ist ganz schön schnell, siehst du den? Roll aber weiter, weiterrollen, roll weiter, nichts machen. So, und geradeaus wieder raus. Ohne Gas, damit du mehr Zeit hast. In Ruhe blinken. Genau. Immer noch kein Gas. Schön rumlenken. Und erst jetzt wieder drauf drücken. Wenn du vorher Gas gibst, bist raus. Also der schubst dich irgendwo hin. Dann fahren wir aus dem Kreis die erste wieder raus. Immer noch kein Gas. Eher wieder ein bisschen bremsen. Dann weit nach links beobachten. Sieht gut aus, ne? Dann die erste raus, also Blinker. Gut. Korrekt. Ein bisschen, genau. So, ein bisschen links bleiben. Check wie schnell. Und, so. Und ein bisschen links bleiben, genau. So, und am Ende fahren wir links. Schon die Spiegel einmal gucken und einen Blinker links machen. Guck
Kupplung ganz durchdrücken. Und dann fährst du so weiter. Roll aber jetzt weiter und nimm mal den ersten Gang. Nicht bremsen jetzt, roll weiter einfach. Ruhig langsam mit der Kupplung so ein bisschen wie beim Umkehren und wieder runterdrücken. Runterdrücken die Kupplung? Runterdrücken? Ne, nach unten drücken. Ja, genau. Bremse brauchst du nicht. Du kannst das mit der Kupplung machen, dass du immer nur ein bisschen löst und wieder runterdrückst. Und wieder runterdrücken. Genau. Und wieder runterdrücken. So tastest du dich ein bisschen nach vorne. Und dann kannst du natürlich jetzt hier stoppen, wenn du dann zu weit rollst. Jetzt müssen wir das mal checken, dass das gleich passt. Ich glaube, der lässt sich durch. Siehst du das? Mhm. Dann fahr mal. Genau. Und? Wenn du Bock hast, zieh ruhig. Genau. Ich bin am Start. Ja. Und Kupplung. Ja. Da ist die Kupplung. Zieh ruhig weiter. Geht. Und Kupplung. Genau, Kupplung wieder Service hier. Eigentlich. Ja, gerne. So, Richtung Lünen fahren wir weiter. Check die Schilder. Keine Ahnung. Korrekt. Genau. Yep. Jetzt hast du nicht gebremst. Da hat die Motorbremse einfach gebremst. Kupplung brauchst du nicht, die kannst du loslassen. Nur selber ein bisschen bremsen. Oh, jetzt bist du aber schnell. Ja. Geradeaus, wieder raus. Blinker. Ja. Da ist man einmal nicht so streng mit sich selber. Und dann zack, ist man raus. Und direkt Kupplung durch. Und dritte Gang wieder. Diese Konsequenz ist nachher halt wichtig, dass du, dass der Prüfer sieht, du kriegst das gut geregelt, weißt du? Guck mal, links das gelbe Schild ist wieder außerorts, eigentlich 100, aber rechts direkt 50, weil die nicht wollen, dass wir mit 100 hier durchballern. So, eigentlich habe ich für die GoPro einen zweiten Akku gestellt, aber scheinbar brauchen wir gar keinen. Naja. So, hier steht's wieder, Achtung! Gänse. Letztes Jahr war hier sogar so ein geiles Schild mit so einer Gänsefamilie drauf. Ja, aber kannst normal weiterfahren. Also bleib ruhig auch bei 50. Solange wir hier keine Gänsefamilie sehen. Ja. Oh, nichts Großes. So, dann fahren wir geradeaus raus, also Richtung Bergwerk, Hausaden, sowas. Bisschen links bleiben wieder. Kupplung, Bremse. Jetzt ruhig fester Bremse wieder. Ja, genau, Bremse los. Zweiter Gang. Und Kupplung los. Ne, ist der vierte. Da ist der zweite. Alle Füße los. Nichts machen. Nur rollen. Und geradeaus wieder raus. Ohne Gas. Abchecken. Okay. Lohnt sich Gas? Dann bleib locker. Ein bisschen links bleiben. Nicht ausweichen. Sofort. Kein Gas. Guck mal. Im besten Fall brauchst du nicht anhalten. Jetzt kannst du Gas geben. Wenn du das nicht siehst, musst du wieder fahren, stoppen, bremsen, erste, zweite Gang. Das ist nur Theater. Jetzt zum Beispiel musst du stoppen. Kupplung und Bremse. Aber nicht parken. Also nicht, dass du zu krass rüberfährst, sondern so wie jetzt. Und erster Gang, gucken und direkt weiter. Gut. Du siehst ja alle so krass, wie die hier rechts stehen, ne? Mhm. Die parken ja alle. Wenn jetzt von vorne ein Auto kommt und du fährst genauso krass rechts rüber, denkt der hinter dir, du willst hier parken. Und was macht der? Der fährt sofort vorbei. Ja. Und dann wird's schwer. Also fahr so 50% von dem, wie die Autos stehen. So dass der auf jeden Fall sieht, du parkst nicht, du willst gleich weiterfahren. Ja, schön um diese Kurven hier drumherum. Direkt nach der Kurve am besten, ne? So ein bisschen so noch. Und jetzt rum. Du musst den Zickzack richtig mitfahren, versuch nicht zu schneiden. Genau. Und wieder schön links rüber. Korrekt. Wieder ein bisschen Gas. Sauber.
Abstand, weil was soll er hier Druck machen? Wo soll er hin? Ne? Schön links rüber. Genau. Das epische Wetter hier. Wolken, Sonnenschein. Guck mal, siehst du den? Der Benz, der steht schon wieder mitten auf deiner Straße. Ja. Jetzt schon die Spiegel gucken und dann langsam. Also wenn, dann musst du komplett fahren. Passt aber nicht mit dem, siehst du? Kupplung und erster Gang. Yep. Wieder Spiegel. Genau. Jetzt baller nicht zu schnell, weil vielleicht kommt einer. Ne? Langsam. Ganz raus. Ja, und wieder zurück. Okay, hinter dir alles cool. Ja, Bahnübergänge macht das immer so, dass du da nicht drüber ballerst, weil du weißt nie, also es sei denn, du kennst dich aus und hast den Bahnübergang schon 20 Mal gefahren. Aber der jetzt war zum Beispiel Schrott. Also fahr einfach langsam drüber. Ist ja länger was nachher von deinem Auto. Hier drück ruhig wieder aufs Gas. Das ist alles wieder cool. Dritte Gang. Genau. Ja. Guck mal, wenn du jetzt 40 fährst, dann weiß der Prüfer nicht, ob du gewusst hast, dass hier 50 ist oder ob du denkst, hier ist 30. Du muschelst hier irgendwie sowas dazwischen. 40 ist so eine Geschwindigkeit, das machen Fahrschüler nur, wenn die nicht genau wissen, wie schnell jemand fahren darf. Deswegen zeigt dem Prüfer immer deutlich, dass du das auf dem Schirm hast. So wie jetzt, so ist gut. Und wenn es da wieder enger wird, bremst ruhig. Aber zwischendurch bist du jetzt einmal 50 gefahren, dann weißt du ja, alles klar, hast verstanden. So bleiben. Spiegel gucken und raus. So, jetzt hast du nur hier ein Schild. Achtung, gefährliche Kurve. Wie schnell du da durchfährst, musst du selber entscheiden. Meinst du im dritten Gang? Zweite wäre besser. Yep. Und dann kannst du wieder ziehen. Das ist kein Problem. Ja. Allerdings, ich sag mal 50 und diese Kurve hier oder so, das ist auch nicht so. So wie jetzt ist doch gut. So ein bisschen am Gas noch. Genau. So, nächste Kurve. Was meinst du? Ja, genau. Brems lieber und lieber zweite Gang. Ganz gedrückt, deswegen ging er nicht rein. Mach nochmal. Da ist er. Weil du so halb gedrückt hast, hast du gemerkt, dann waren die Zähne nicht ganz auseinander und dann kannst du nicht schalten, geh nicht. Mach nicht so schnell wie er. Spiegel einmal gucken. Da oben rechts ein gebüschtes Schild. Mhm. Weit drumrum, weit rüber noch und dann zurück. Kein Gas mehr. Wir fahren gleich rechts weiter. Blinker rechts. Kupplung ganz durchdrücken. Nochmal blinken. Genau. Und keine Kinder mit saublöden Namen an Bord. Aber der hat keine mit AI geschrieben. Da steht keine. Ja. Keine Kinder. Ja gut. Ja. Keine Kinder mit saublöden Namen an Bord. Ja gut. Ja, ist dann so. Genau. Jetzt
zweite Gang ist cool. Jetzt aber langsam, weil du nicht weißt, was der macht und ob Gegenverkehr. Langsamer, langsamer. Du weißt nicht, ob auf einmal doch noch einer hier reinzieht, der die Tür aufmacht. Keine Ahnung. Genau, jetzt kannst du draufdrücken. Jetzt ist alles cool. Zieh ruhig weiter und dann auch vierte Gang. Genau. Ja. Nur bremsen, mehr nicht. Also genau, Kupplung drückt mit durch, das war gut. Bleib weiter an der Bremse. Genau so. Hinter dir kurz kontrollieren. Bremse lösen. Und jetzt zweiter Gang, nicht vierter Gang. Kupplung drücken, Kupplung, nur zweiter Gang, genau. Dann einfach wieder Gas, weil du ja jetzt so mitfahren konntest. Dann direkt Kupplung durch, rollen lassen wieder. Hinter dir kontrollieren. Lassen. Nimm immer den zum Kontrollieren, mal guck mal, sonst bist du auf der falschen Spur auf einmal. Gang. Genau. Sorry. Einfach bremsen, ruhig fester bremsen. Ja. Roll, roll, roll bis zur Linie. Immer weiter. Dann stopp. Und dann kannst du schalten. Genau. Ja. Und hinter uns geht's ab. Locker. Direkt zweiter Gang. Genau. Sehr gut. Und dann Fuß weg von der Kupplung wieder. Weiter ziehen. Hast du ja gesehen, 70, ne? Mhm. Dann ziehst du jetzt weiter und dann einfach Kupplung durch, rollen lassen. Probier ruhig vierte Gang, auch in der Kurve, kein Ding. Genau, langsam lösen. Gut. Das gemerkt hat viel, viel besser schon geklappt. Einfach beobachten, was der da macht. Yep. Gut. Und da bleiben. Genau. Das ist wichtig, dass du da bleibst. Weil immer, wenn so ein großer kommt, denkt man so, ah, zieh ich mal hier rüber. Ne? Einfach so diesem Impuls, der dann so hochkommt, versucht zu widerstehen. Erinnerst du dich noch, welche Spur du gleich nehmen musst, um geradeaus zu fahren? Die mittlere oder die rechte? Ja, guck, bleib ein bisschen Gas. Guck mal auf das große gelbe Schild. Da siehst du das auch. Mittlere. Ja, guck nochmal. Zwei gehen nach links. Einer raus, einer rechts. Genau, und jetzt guck mal hier hin. Genau, Spiegel gucken, Blinker, dass der hinter dir das checkt. Dann gehst du rüber, Blinker wieder aus, nach unten. Genau, so ist alles fertig. So, und jetzt sind wir wieder in der Stadt. Jetzt ist wie schnell? 50, hier war noch nicht. Ja, gut, jetzt sind wir. Hast du recht. Oh, locker, locker, nicht so viel, nicht so sehr ballern, weil sonst muss gleich wieder stehen bleiben. Oh, guck mal hier die Linie. Naja. Ich bin gar nicht aufgefallen. Sonst kommt die Rennleitung wieder. Ja, genau. Wegen dem Kindergarten. Hier ist 30 halt, ne? Kraftstoffreserve. Nächste Mal.
guck mal, die nächste Ampel ist rot, ne? Mhm. Und da oben rechts ist das 50-Schild. Es macht jetzt keinen Sinn, hier loszuballern. Viele Fahrschüler denken, alles klar, ich muss Gas geben, damit der Prüfer sieht, ich hab's verstanden. Brauchst du nicht, bleib ein bisschen links. Kupplung und langsam wieder runterrollen. Ehrlich. Was du gut gemacht hast, ist, dass du hier den Fahrradweg freigelassen hast, siehst du? Das ist wichtig, ne, dass du da nicht drauf stehst. Genau. Schön locker wieder schleifen. Den Fehler macht. Kann so, also, ne? Ja, er wäre schuld gewesen. Mhm. Wir fahren rechts weiter, hier rein, blinkt schon, kein Gas. Aber nichtsdestotrotz, ihm rein zu ballern, ist halt trotzdem nicht cool. Ruhig erster Gang und roll weiter, aber nicht stoppen. Erster Gang, genau. Kein Fahrrad kommt, dann fahren wir einfach rein. Ohne Gas, einfach in die Kurve fahren, brauchst nichts machen. Einfach rumrollen so. Ready. Gut. Und dann locker wieder ein bisschen Gas. So, ein bisschen rechts bleiben. Dann rechts weiter. Ja, beeil dich nicht zu sehr. Kann man hier gut reingucken? Nein. Dann Kupplung wieder drücken. Kupplung. Und erster Gang. Roll aber weiter. Immer wenn man nicht gut reingucken kann, ja, guck nur nach rechts, der kommt eh von links. Immer wenn man nicht gut reingucken kann, nimm immer den ersten Gang, kein Gas. Mhm. Dann bist du viel, viel sicherer. Ein bisschen zurückdenken. Genau. Ja. Ein bisschen Gas. Jetzt schalten lohnt sich gar nicht. Erstmal so bleiben, genau. Und dann fahren wir gleich links weiter. Wer hat dann hier Vorfahrt? Kein Gas mehr geben. Wir nicht. Ja, aber wer? Ich verquere. Drück mal die Kupplung. Weil hier keine Schilder stehen, ist hier rechts vor links. Das heißt, der von rechts hat Vorfahrt. Wir fahren links weiter, blink mal links. Genau, und jetzt schleifst du dich so ein bisschen ran, guckst aber nur auf den. Und wenn da keiner kommt, schleifst du dich immer weiter. Genau, und dann machen wir eine riesen Kurve, sodass wir hinter dem schwarzen Auto stehen bleiben können. Dahinter. So rechts rüber schon, rechts rüber. Genau, ja, also dass wir so stehen bleiben können. Ups. Alles gut, bisschen rechts rüber. Kupplung drücken. Genau. Spannend. Okay, du kannst noch ein ganz kleines bisschen sogar nach vorne mit Bremse los und ein bisschen Kupplung. Genau, Kupplung drücken. So ist cool. Gut, Gang raus. Und Handbremse. Jetzt kannst du alle Füße loslassen. Überlebt. Und wie war? Gut. Ja? Ja. Ist schon schwerer geworden oder voll einfach immer noch? Geht? Okay. Okay, kannst einmal bitte Stopp drücken. Genau. Also du hast ja gemerkt, dass wir das Level jetzt immer weiter anheben. Mhm. Dass so, wir waren ja auch jetzt schon zwei, dreimal öfter in der Stadt, da wo dann 30 war, die Kreisverkehre und der ganze Kram. Rechts vor links konnten wir jetzt am Ende nicht mehr anschneiden, weil die Zeit leider nicht mehr gereicht hat. Werden wir aber beim nächsten Mal machen. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das nächste Mal? Da haben wir noch keinen Termin. Da haben wir noch keinen Termin. Machen wir Termin. Brauche ich nur noch ein Autogramm von dir, dass du auch wirklich hier warst. Du selber wirst ja auch immer besser. Und so sollte das Lernniveau auch immer weitergehen. Mhm. Was wir noch nicht so ganz gemacht haben, sind halt so Sachen wie Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick und sowas. Aber mir geht es erstmal darum, dass du diese Basics beherrschst. Also, dass du vom Gefühl her weiß, wann mache ich Bremse, Kupplung, wann mache ich zweiten Gang, ersten Gang, dritten Gang. Wie handle ich das alles? Wenn das safe ist, dann wird gefistet. Aber das muss erstmal safe sein und dann können wir Gas geben. Gut, beim nächsten Mal haken wir dann schon so ein bisschen rechts vor links an. Okay. Und
dann sind wir auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Cool. Okay, hast du noch Fragen? Nein. Nice. Ich auch nicht. Dann sehen wir uns Montag, 16 Uhr. Montag. Schönes Wochenende. Dir auch. Danke dir. Du bist dir noch aber immer noch. Ach ja, die Chips. Ich vergesse es jedes Mal. Die Chips. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Ja, ja. Und dann vergesse ich das auch. Und dann stehen wir da. Perfekt. So. Korrekt. Dann lass dir gut gehen. Ich krabbel jetzt auch darüber. Mir ist warm. Alles gut. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao. Kraftstoffreserve. Was für Kraftstoffreserve? Lass mal die Fenster hier tun. Yes! Ja, das war die Folge mit Thailand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, haut auf den Like-Button! Und, ach so, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Fahrstunde wieder. Wenn es wieder heißt, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick! Ja! Denkt dran, ich hab euch lieb. Wir sehen uns. Tschüss! So. So, jetzt müssen wir nur noch nach Hause. Nee, nicht nach Hause. Jetzt fahre ich noch ins Büro. Und dann müssen wir das Video schneiden. Dann kommt auch schon hier die nächste Folge. Den muss ich überhaupt noch anrufen. Alles wieder, ist wieder so viel zu tun. Habt ihr das auch manchmal so viel zu tun? Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Nächste Folge. Schulterblick, hast du gesehen? Mach ich auch. Schulterblick. Kommt nichts mehr, könnt eigentlich ausschalten. Oder soll ich euch noch mit nach Hause nehmen? In eine Tasche. Ich könnte die Kamera in eine Tasche stecken. So, mach ich nicht. Passt auf euch auf, ich hab euch lieb. Tschüss!